Arlen hat dir die Fähigkeit genommen, Waffen zu beschwören. Ohne Waffen seid ihr den Siechern ausgeliefert. Flieh zum Frachtwaggon und nutze den Regalia zur Flucht. Momentan kann Umbra nicht gerufen werden. Only a matter of time before we run out of room to run. Got a better idea? We trade the train for the Regalia. Come on! On my way! Nocked! The freight car! Keep moving! Wurde eigentlich im Laufe des Spiels schon gesagt, warum wir Waffen beschwören können? Ich weiß es gerade nicht. Strap in. Yeah. Got it. Threat upgraded. Ah ja. Activating level 4 security. Da war ja was. Scheiße. Sealing all gates. Ja, nee, das ist schlecht. Kralias Abwehrsystem wurde aktiviert. Die Stadttore werden versiegelt. Du musst innerhalb der Zeit in die Stadt schaffen. Wir haben 2 Minuten. Rechts und links, alles klar. Kann sein, dass ich das 2-mal oder 3-mal machen muss. Also ich weiß noch, damals habe ich es beim ersten Mal nicht geschafft. Ich glaube, das war sogar relativ knapp gewesen damals. Aber wenn wir schon gerade hier ein bisschen Ruhe haben in dem Screen, ganz kurz. Also wir können ja Waffen beschwören. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das schon mal thematisiert wurde. Falls nicht, dann spoilere ich jetzt halt, aber ist dann halt so. Aber es würde ja sowieso irgendwann dann ans Licht kommen. Haha, Wortwitz. Wir können Waffen beschwören wegen dem Kristall tatsächlich. Ich weiß halt nur leider nicht genau, wie die Kraft des Crystals nochmal, naja, uns gegeben wird. Ich weiß halt nur, dass es so war, dass die Königsfamilie die einzigen sind, die halt diese Kraft vom Crystal bekommen, weil sie halt die Könige sind. Ich weiß halt nur nicht mehr den Ursprung davon. Also ich kann euch gerade nicht sagen, woher der Kristall ursprünglich kam. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob das schon thematisiert wurde und wenn ja, habe ich es halt vergessen. Aber ja, der Kristall ist dafür verantwortlich, dass wir Waffen haben. Nicht physisch, sondern dass die halt, naja, eigentlich immer da sind, nur halt nicht immer greifbar. Was mich jetzt halt nur irritiert ist, wie hat Arlen es geschafft, uns diese Kraft zu nehmen? Weil der Crystal ist ja da und den kann er ja nicht einfach ausknipsen. Weißt du, der hat ja keinen Knopf, wo du draufdrücken kannst. Das ist halt ein natürliches Teil und das, ne? Wie zur Hölle hat er das jetzt schon wieder angestellt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Naja, also ich weiß das wirklich nicht. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel damals gespielt habe. Von daher, naja. Wir versuchen jetzt allerdings erstmal hier durchzukommen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich liebe Sachen auf Zeit. Ich liebe es total. Na gut. 3, 2, 1, oh mein Gott. Put the pedal to the metal. That's the idea. Don't crash. Thanks for the tip. Ja, Witzbold. Don't crash ist, ja. Where are we now? Inside a tunnel. On the train tracks. Don't slow down, or they'll catch us up. Going as fast as I can. Yeah. Hang on. Hier sind überall Fässer auf dem Boden. Das ist schlecht. Und es brennt und macht und tut. Ich sehe nichts. Deswegen hasse ich Xeon-Licht. Man sieht nie was. Mann, ey. Wer kam auf die scheiß Idee? Ich bin ganz ehrlich, ich gucke auch gerade nicht auf die Zeit, sondern eher darauf, wie ich hinfahre, weil ich sehe halt nichts. One clean hit and it's over. It'll take a bit more than that to stop His Majesty's trusty steed. Aua. Dodging one thing to run into another. The Regalia can take the punishment. Just focus on your driving. You can do it, girl. You can get through this. Ah. It's closing. Floor it. Come on, old girl. So viel zum Auto. Scheiße.
that's all she's got. It'll do. For everything. Are we seriously marching into the capital empty-handed? And with no assurances, the crystal can beat back the demon hordes. Guess we'll find out the hard way. No turning back now, right? Ja, tatsächlich ja. This thing could come down at any time. Let's be quick. Come on, this way. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht bald dann auch mal Noctis Outfit wechseln soll auf das gemoddete. Ups. Hey, Ignis! Gladio! Wem möchtest du folgen? Noctis oder Gladio und Iggy? Wir folgen Noctis, denn, Spoiler, man kann dieses Kapitel nochmal spielen und dann sieht man den Weg von Gladio und Iggy. Aber jetzt, weil es halt um die Story geht, würde ich tatsächlich erstmal Noctis folgen. Du bewegst dich als Noctis weiter, bist du sicher? Jawohl. Im Söldner Bereitschaftslager kannst du deine Route ändern. Ja, da haben wir's. Die Route von Gladio und Iggy ist weniger beschwerlich als Noctis Route. Ja, ach, wieso auch? Iggy ist ja blind, Witzbold. Look at you, all by lonesome. Kann ich hier nicht einfach irgendwie weiter? For an Imperial Chancellor, you are one sick son of a bitch. Demons, the hell do you want? Leave me alone. This is getting out of hand. Ah, lass mich durch. Der Ring der Luce ist befähigt zum Einsatz von Magie. Mit Tod können Gegner aus der Distanz angegriffen werden. Beim Sieg über den Gegner regeneriert der Zauber zudem die LP des Anwenders. Ja, Noct hat gerade gesagt, auf Deutsch, ich bin bereit. Was ein bisschen mehr bedeutet als, ich töte euch jetzt. Sondern es hat tatsächlich eher den Hintergrund von wegen... Ich bin jetzt endlich bereit, meine Bürde, meine Pflicht anzunehmen. Und dass er den Ring
gerade nicht so wirklich anziehen konnte, beziehungsweise warum es so schwer für ihn war, ihn überzustreifen, liegt halt einfach an dieser Magie des Rings. Denn, naja, der Ring beinhaltet sehr, sehr starke Magie. Und ab dem Zeitpunkt, wo Noctis den Ring überstreift, naja, ich sag mal, beginnt seine Pflicht. Und er wurde mit ziemlich starker Kraft ausgestattet, die halt allerdings nicht ohne einen Preis dahergeht. Noctis, ich weiß, dass er weiß, was das heißt, und deswegen hat er auch so lange damit gewartet, weil er sich halt nicht sicher war, ob er das schon kann. Und dieser Ring befähigt uns, beziehungsweise die Magie, die darin eingeschlossen ist, Dinge zu tun, die verdammt krass sind. Und ich sag euch, ich werde diesen Ring auch immer als Zweitwaffe ausgerüstet haben in der Zukunft im Endgame. Einfach weil die Stats von diesem Ring so unfassbar gut sind und ich mit dem tatsächlich in der Hinsicht auch sehr, sehr gerne gespielt habe damals und das jetzt auch wieder gerne tun werde. Ihr werdet auch von mir dann später, wenn das Ganze hier durch ist, noch sehen, dass ich auf ein Schwert wechseln werde und nicht mehr bei dem Großschwert bleibe. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich werde eigentlich auf einem Schwert kämpfen. Allerdings hat halt das Großschwert im Moment einfach die besseren Werte, weswegen ich das Schwert jetzt nicht nehme, aber ich bin halt tatsächlich eher derjenige, der flott das Schwert mag. Und ich, dieses Großschwert geht mir allmählich tatsächlich doch sehr auf den Sack. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir die hier klein kriegen. Wenn nicht, muss ich tatsächlich das Outfit von Noctis wechseln. Aber theoretisch sollte es so mit dem Ring noch sehr gut machbar sein. Hoffe ich zumindest. Los, saug ihm die Lebenskraft aus. Das ist eigentlich schon echt hart. Ja, das ist die Stärke des Rings. Naja, Segen und Fluch zugleich, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist eine Tür, da kommen wir noch nicht durch. Ach ja, ich erinnere mich. Looks like it's connected below. Might be my ticket to the top. Ach du Scheiße. Ich weiß wieder, was wir machen müssen und ich hasse es jetzt schon. Ja. Benutze Schalter, um Türen und Fahrstühle zu aktivieren und so bis zur Zygnautus-Festung zu gelangen, wo der Kristall eingesperrt ist. Ja, ich versuche hier relativ zügig durchzukommen, allerdings kann ich jetzt nicht direkt sagen, ob ich es beim ersten Mal, also beziehungsweise ob ich mich nicht hoffnungslos verlaufe. Beziehungsweise auch mal gerne den falschen Weg einschlage. Huch! Wo kommst du denn her? Nice. Wir sind jetzt quasi in Ardens Reich, wenn man so möchte. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, er ist mir unsympathisch und mittlerweile sollte man eigentlich ja schon wissen, dass er der Antagonist ist und nichts Gutes für uns will. Und das hier ist quasi seine Festung.
Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir hier... Moment. Ob wir hier in der Story erzählt bekommen, woher die Viecher kommen? Geile Kameraführung. Ob wir hier erfahren, wo die Dämonen herkommen, oder ob das tatsächlich auch erst in einem DLC erzählt wird. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ah, hier ist offen. Ist da auch offen? Ja, tatsächlich. Oh, fuck. Ach so, hier war der Dingsbumsraum. Kann ich mich hier nur hinlegen? In Kralia und der Zygnatus-Festung kannst du nur in Soldatenstuben und Söldnerbereitschaftslagern manuell speichern. Should be safe to rest here. Interagieren. So you're saying anyone can become a hunter, regardless of where they're from or what they can do. Precisely. Right now, we need all the help we can get. But I think a lot of our listeners are worried that help involves putting their own lives in danger. Simply reporting that danger to a senior hunter at HQ is good enough. We all work together as a team to keep the peace. We would never send new recruits on life-threatening missions. We start recruits off on small tasks, such as keeping watch over a neighborhood. I'm sure our listeners will be relieved to hear that. Yeah. Die Meldacio-Jäger. Sehr, sehr nette Menschen, denen wir auch sehr viel zu verdanken haben, tatsächlich. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht mehr, wo es weiterging. Das hier sieht mir doch sehr stark danach aus. Na, ich traue der Sache nicht. Ich gehe mal noch eben die andere Tür rein. Okay, dann war das hier doch falsch. Ah, gut. Ja. Also wir versuchen jetzt mal uns hier durchzuschlagen. Das ist halt jetzt Ardens Reich und das, ja, ist halt nicht ganz so schön. Denn das Ding ist... Oh. Was? Alterna Ringmagie. Ein arkaner Zauber, der die gesamte MP verbraucht, um alle Gegner im Umkreis ins Nichts zu verbannen. Das klingt ja scheiße. Warte mal. Alter. Okay, tschüss. Okay. Interessant. Und ein sehr, sehr mächtiger Zauber, tatsächlich. Ja, wir sind in Gralia. Ihr seht, hier ist es, naja, wie ausgestorben in der Stadt. Alles ist halt nur auf den militärischen Zweck ausgelegt von ja, dem Imperium. Das Ding ist ja, Alden hängt da ja schon mit drin und arbeitet ja schon irgendwie mit dem Imperium zusammen. Sonst wären wir ja auch nicht in die Basen vorher reingekommen, die wir in Eos Blatt gemacht haben, die drei Hauptbasen.
Aber trotzdem zieht er auch irgendwie sein eigenes Ding durch, ne? Er hat ja auch die Connection zu Ravis. Dead quiet. Where'd everybody go? Auf der Tür steht zu öffnen per Schalltafel. Where the fuck? Ist sie jetzt ganz da hinten? Ja, das kann natürlich sein. Okay. Ja, und dass wir hier ganz alleine sind, ist vermutlich auch Adens Werk, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, wieso hier sonst keiner Wache schiebt und durch die Gegend läuft, so wie sie es ja sonst machen. Und das Ding ist, er redet ja auch mit uns. Er hat ja vorhin über Funk mit uns geredet. Was ja auch heißt, dass er weiß, wo wir sind, indem er uns beobachtet. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, das ist für Arden, ist das nur ein Spiel. Der hat uns von Anfang an ja eigentlich nur benutzt. Der hat uns alles immer so in die Wiege gelegt, in die Hand gegeben, dass wir quasi seine Puppe waren. So, sehr gut. Wir waren jetzt unten links und jetzt ist halt alles von rechts aufgegangen. That's the way to the elevator taken care of. Oh nö. Sanctus. Ach je. Ein arkaner Zauber, der bei Ausweichen heiliges Licht freisetzt, das den Gegner verletzt. Perfektes Ausweichen unmittelbar vor einem gegnerischen Angriff erhöht den Schaden. Wow! Alter, schau uns mal an. Autsch. Okay. Diese ganzen Zauber, die der ringen kann, habe ich tatsächlich vergessen. Obwohl er ja echt schon geil ist. Ja. Ich war gerade kurz so ein bisschen Brain AFK. Hä? Wohin muss ich? Ah, ja, ich bin durch. Merkt man jetzt vielleicht so ein bisschen. Aber hey, ich hatte Bock auf das Spiel und ja. So, Tür ist zu, wir kommen nicht mehr raus, von daher. Es gibt nur noch einen Weg und der ist nach vorn. Okay. Ach nö. Himmel, ja Gott. Ja, danke auch. Meine Fresse. Den Zauber kriege ich ganz gut hin, aber den anderen, von wegen die ins Nichts verschwinden zu lassen, hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. This whole city gives me the chills. Mhm. Too quiet for comfort. How does it feel to be powerless? Can't help your friends if you can't help yourself. Gotta hurry and find them, wherever they are. Ja, alles gut, Noctis. Wir schaffen das schon. Ja, Arden lässt uns wissen, dass wir ganz, ganz, ganz alleine sind, ohne Waffen, ohne irgendwelchen Schutz. Und jetzt kommt es darauf an, es durch seine Festung zu schaffen.
gar nicht so schön sein wird. Und seine Festung ist, naja, tricky. Ich sag euch gleich, also wir könnten das jetzt sneaky machen, aber erstens dauert es länger und zweitens ist die Garantie, dass wir nicht gefunden werden, definitiv nicht gegeben. Von daher, ich werde die einfach alle, naja, ich sag mal schlafen schicken und gut ist. Aber dennoch, ich finde die Atmosphäre hier drin ist halt schon echt übel. Man muss sich jetzt halt vorstellen, du bist alleine, ohne Schutz, gegen einen Gegner musst du kämpfen, den du gerade nicht sehen kannst. Du spielst gegen einen Gegner, der mit dir spielt, der dich nutzt für seine Zwecke. Und das ist echt widerliches Gefühl. Man schleicht hier durch, ist sich nicht sicher, was nach der nächsten Ecke lauert. Unprogrammierte ME laufen festgelegte Runden ab. Wenn sie dich entdecken, ist dein Kampf unausweichlich, also sei vorsichtig. Ja, nee. Verstecke dich in Ritzen und hinter Vorsprüngen, um Kämpfe zu vermeiden und MP zu regenerieren. Im Kampf kannst du keine Türen öffnen oder Mechanismen bedienen. Entferne dich, um die Kampfhandlungen einzustellen oder besiege sämtliche Gegner. These don't look like typical MTs. Must be tiring having to run all the time. That magic is a royal disappointment. Nein, die Magie ist kein Disappointment. Die ist toll. Also Klappe.